willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Nein, Real Farming LS19 meets Reality. So rum. So, inzwischen habe ich das Handbuch mal durchgeschaut. Hier Shift L muss ich drücken auf der Fernbedienung, dass der hier automatisch die Dinger schon direkt ranzieht. Muss ich nämlich nicht immer einsteigen. Zweiten Baum haben. Gut. Abkuppeln. So, bin ich mal gespannt, der Hans-Peter. Upa. Ah, der kommt doch gerade schon angefahren. Hey. Servus. Herr Ruder! Hey, aufpassen, gell? Hier geht's runter. Oh, kannst du gerade ziehen und hier neben den Stämmen abstellen. Das passt dann perfekt. Ich weiß nicht, ob ich hier runterfall. Es geht, sah gut aus. Gucken Sie mal. Ich hab doch gerade schon geguckt. Sagen Sie mal, wie viel Platz ich da habe. Ja, mit dem Trecker sind sie schon durch. Anhänger passt auch. Alles gut. Einfach parallel zum Holz stellen. Danke. So. Kann man hier die Stämme vom Jürgen rausziehen? Oh, jetzt nehme ich seinen Gartenschlauch mit. Scheiße, ey. Ja, warum? Ja, warte, ich muss seinen Gartenschlauch wieder hinstellen, wenn das geht. Nee, geht nicht. Naja, weil, ja, was los? Die Lieferfahrt. 500. Rechnen Sie immer an, wenn Sie vorher nicht sagen, was es kostet? Ja. Das ist aber ziemlich heimtückisch. Fangen Sie auf, sonst zeige ich Sie an wegen Betrug. Also nächstes Mal hätte ich so eine Info bitte gerne vorher. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also der auf, sonst fahre ich sie über aus Versehen über den Haufen. Ach, aus Versehen? Natürlich aus Versehen. Was denken Sie denn? Wollen Sie mir auch noch drohen? Ich sag doch aus Versehen. Verstehen Sie das nicht? Aus Versehen in ironisch. Ich verstehe das schon. Nur zu sehen, dass er sich schleicht, ey. So ein Abzocker, ey. Er hat vorher nichts gesagt, gar nichts hat er gesagt, dass es was kostet, wenn er mir den herbringt. So, das wird jetzt der heikelste Stamm hier. Ich hoffe mal, dass das nicht zu Problemen führen wird. Aufpassen, wenn er fällt. Jetzt fällt er.
Scheiße. Gut. Vielleicht fällt er auch noch ganz runter, das wäre gut. Ja, müssen wir ein bisschen dran ziehen. So, die Bäume hat mir der Jürgen ja geschenkt, ist schon mal sehr gut. Können wir dann komplett für uns verkaufen. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt bleibt der hier hängen, ey. Ich mal, ob ich die Seilwinde da abmachen muss oder ob ich den Anhänger so dran krieg. Ich hatte nur für die andere Anhängerkupplung einen Attacher. Nee, passt. Ja, hallo? Ach, Volker. Servus. Ich muss dich nochmal anrufen. Bist du oben fertig beim Knoll komplett? Beim Knoll bin ich fertig und ich hole gerade deine Bäume. Jo, dann treffen wir uns da. Ich komme gerade hochgefahren. Jo, ich lade gerade auf. Der Hans-Peter hat mir schon den China-Import geschickt. Ja? Jo. Besser? Was ich getestet habe, war schon ziemlich gut, ja. Sie dir ja gleich mal angucken. Ja, haben jetzt einen Großauftrag beim Sepp. Oh, was denn? Haus platzieren, Werkstatt und zwei Hallen. Okay. Für was denn eine Werkstatt? Ach, Werkstätte dürfen gar nicht platziert werden, ne? Naja, zum Reifen wechseln kann er schon eine haben, denke ich, oder? Nicht, dass er dir Konkurrenz macht. Egal, er kann uns sonst unten bei mir immer Reifen wechseln, aber ja, wenn er das macht, nicht, dass der dann da selber hier selber repariert und so, weißt du? Na, das sollte er nicht. Ja, dann machen wir da besser nicht, ne? Werkstatt. Dann musst du gucken, was für dich akzeptabel ist. Ja, Werkstatt machen wir dann nicht, dann Achtung, ich fahr rückwärts. Jo, komm du. An einfach unten bei uns kostenlos die Räder zu wechseln. Ja, billig, wenn ich die wechsel. Irgendwie der China-Import funktioniert auch noch nicht so gut. Oh, nee, das war. Warte mal kurz. Ruf dir mal gerade an. Hab ich den jetzt schon gesägert oder nicht? Irgendwie verwirrend hier gerade. Ich sehe vor lauter Stämmen den Wald nicht mehr. So. Die hier muss ich ja auch noch. Eigentlich könnte ich mir dann eine Dresche kaufen. Könnte ich vielleicht den einen oder anderen Auftrag mal abschnappen. So, Volker. Ey, der eine ist viel zu lang. Servus. Ist wieder da. Ja.
warte mal. Das mit dem Import, das passt noch nicht so gut. Da muss ich noch ein bisschen reinfinden. Hau mal gerade hier noch zwei Bäume auf. Kannst du die da noch mitnehmen? Schenkst du dir noch? Hey. Oh, kann ich machen. Aber pass auf, dass nicht wieder auf dein Haus fällt, gell? Der eine war nämlich, der hat ein bisschen am Dach gekratzt. Es kommt jetzt bald bei mir ein Hund. Ich habe mir einen Hund bestellt, also ausgesucht. Am Wochenende. Heißt das jetzt, wo man Hunde und so Achtung, kann. Tierheim oder was? Ja, genau, im Tierheim habe ich mir so einen Hund gekauft, einen Babyhund für einen Welpen. Der ist gut. Der ist Kampfhund ziemlich. Der ist auch schon trainiert als Kampfhund. Projekt. Den hole ich morgen ab. Der kommt runter zur Werkstatt, weil Bauhof bin ich ja oft da. Oben fährt eh keine Sau hin. Beim Werkstatt ist da nichts. Komm ich aber nimmer zu dir, gell? Klar, der macht nichts. Ja, ja. Kampfhund, der nichts macht, gell? Naja, machst du ihm einmal Fressnapf voll, dann macht er nichts mehr. Okay. Mal gucken, ob ich daran denke. Da guck ich mal, ob ich dran denke. Dann macht er nichts. Kannst ja dann runterkommen, dann bin ich auch da. Sagst du mir vorher Bescheid? Ja, das mache ich dann. So, Länge. Hier mal Daumen. Dies habe ich hier, ist hier auch ganz gut aufgeschüttelt, ne? Weißt du, ich geschüttelt? Jo, hier ist der Kies gut aufgeschüttet, ne? Wo? Hier, wo ich bin. Ja. Ja, den müssten wir mal ein bisschen abtragen, hätten wir Baumaterial. Ja. Hier unten die Schlucht. Ich weiß nicht, was ich damit soll, wirklich. Und liegt ein Haufen Kies drin. Ich weiß nicht, was hier früher war. Vielleicht haben sie nach Gold gesucht oder so. Ich glaube nicht, dass es einen Schwarzen Gold gab. Hier war früher, ich glaube, hier haben die ein bisschen Kohle abgetragen und so. Okay. Bin am überlegen, das alles ebenerdig zu machen. Hier einen fetten Hallenparcours oder so drauf zu bauen. Mal gucken. Meinst du, das lohnt sich? Oh, ich weiß es nicht. Schöne Hallen drauf. Gut, so viele Fahrzeuge haben wir jetzt auch nicht für Hallen, ne? Aber. Ja, eben. Muss mal schauen. Oh, hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Schau mir das mal an, was du da vorne gemacht hast, ne? Was meinst du beim Knoll? Knoll, jo. Also alles perfekt gemacht. Schieben rückwärts an. Wird immer besser. Der will den einen Stamm nicht aufladen. Ey, der Hans-Peter. Hallo? Ja. Der Hans-Peter geht mir auf. Warum? Der bringt mir den Anhänger. Also den China-Import. Bringt er mir. Und berechnet mir einfach nochmal 500 Euro für die Lieferung, ohne dass es gekündigt hat. Okay. Weißt du? Und dann sehe ich gerade, hat er mir die billigsten Felgen drauf gemacht, die es nur gibt. Ey, bei dem, ob ich... Das ist natürlich toll. Weiß nicht, ob ich bei dem nochmal bestellen will. Gut, wo willst du sonst bestellen? Internet oder was? Na, im Notfall. Dann ist billiger, ne? Ja. Muss ich nicht so viel Gebühren bezahlen. Oh. Irgendwie funktioniert er jetzt schon nicht mehr. Hat er mir schon. Ist der schon kaputt? Jo, ich bin da mal raus, ne? Jo. Jo. Los mit dem doofen Baum hier.
der hier wieder hängt. So, und der hier ist auch da. Der kann die Bäume hier nicht aufladen. Was ist denn los? So, nee, nicht. Spann gut fest und weg damit, ey. Okay. Dann mache ich vorne gerade noch den Brandschutzstreuer dran und dann verkaufe ich den ganzen Kladderadatsch hier. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, wie viel Geld uns der Jürgen geschenkt hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Was ist jetzt los? Das war so nicht geplant. Gerne Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.